Guten Morgen, liebe Womo-Freunde. Morgen. Wir sind jetzt hier in Mosbach. Da haben wir mal wieder eine Nacht verbracht. Allerdings sind wir jetzt nicht auf dem Stellplatz. Also was man nicht machen sollte, wenn man ein gutes Plätzchen gefunden hat, dass man das weiter erzählt. Und schon gar nicht sollte man YouTube-Filme drüber drehen. Wir machen da mal einen YouTube-Link rein, jetzt ist ja eh schon wurscht. Und dann könnt ihr euch mal anschauen, wo wir eigentlich stehen wollten heute Nacht, aber nicht stehen konnten. Und warum? Er war voll. Und das einzige Plätzchen, was noch übrig war, da hatten wir keinen Fernsehempfang. Und da ist auch, wollten wir sehen. Und jetzt haben wir uns hier in der Seitenstraße reingeschlagen, am Bahndamm. Und dann haben wir eine gute Nacht verbracht. Ja, obwohl am Bahndamm, also ich habe nichts mitbekommen von den Zügen. Hatte ich ja erst befürchtet. Ist ja nachts keiner gefahren? Nö, aber es ist anscheinend heute Nacht niemand gefahren. Also, und ich habe heute Morgen, so kurz vor 8 Uhr, habe ich den ersten Zug gehört. Und ich glaube, das geht. Ja, und jetzt fahren wir weiter, wenn wir schon unterwegs sind. Ne? Ja, leider können wir uns jetzt halt mit den unseren WOMO-Freunden, die wir in Mosbach jetzt gerade getroffen haben, oder gestern getroffen haben, leider doch nicht mehr zum Applaus treffen. Hallo, nochmal. Denn wir sind doch weitergefahren. Also, wir fahren jetzt weiter und melden uns dann wieder von unserem neuen Ziel. Ist es so? Ja. Also, genau. Tschüss. So, da sind wir wieder. Und ich entschuldige mich bei denen, denen wir das nachgemacht haben. Ich glaube, das war Sven und Leimer, aber ich fand das einfach so toll. Deswegen haben wir das so gemacht. So, jetzt sind wir in Dingelsbühl. Und da essen wir jetzt erstmal was und dann schauen wir uns Dingelsbühl an und dann nehmen wir euch mit rein. Schöner Stellplatz hier, haben wir gerade festgestellt, direkt in der Innenstadt. Strom, alles vorhanden. Das zeigt euch vielleicht noch die Ursi, während ich da noch was zum Essen mache. Was kochst du denn Feines? Bratkartoffeln und zwei Steaks haben wir uns geholt. Hm, hört sich gut an. Macht das die Ursi? Kocher? Nein, auch zum Essen. Das mag ich, ja. Also. Okay. Also, in die Stadt nehmen wir euch mit rein, essen du mal eins. Oh, auf jeden Fall, da gebe ich nichts davon ab. Okay. Wie weit bist du? Alle eins passt zu weit. Okay, schmeckt's? Ja. Okay, Bratkartoffeln. Sieht schon mal lecker aus, ja. Zwei können nur dazu kommen. Hast du wieder so viel gemacht? Ja. So, Ursi schaut schon erwartungsvoll. Es sieht doch lecker aus, oder? Das hätte ich wieder wunderbar hingekriegt. So, jetzt sind wir hier am Stellplatz. Und die Ursi ist gerade am Zahlen. Wenn ich das lesen könnte. Das war Ticket. Okay, also willkommen. Gebühr? Tageskarte 6 Euro. 7 Tage kann man hier stehen. Ganz schön lang. Also. Wollen wir mal zahlen, ne? Und hören tut man nichts, weil wir kein Mikrofon dabei haben. Aber es geht ja kein Wind. Also von daher müsste es jetzt eigentlich ganz gut sein, oder? Verstärken wir manuell. Was war das? Liebst schon? Bitte vorwählen. Was heißt vorwählen? Ursi hat wieder Lese-Schreibschwierigkeit. Fahrzeit. Wieder mehr. Ach so. Jetzt müsste es gehen. Ja. Deswegen gehe ich da immer mit. Weil die Ursi immer ein wenig schwer ist. Ich tue mit dem Lesen. Ne? Ja, mit dem Leser. Technik halt. Und Ticket? Okay. Also, kommt doch schon. Wer sagt's? Wir haben bezahlt. Jawohl. Und dann gehen wir später noch zum Entsorgen. Ja. Das schaut nämlich sehr gut aus hier. Ja, morgen werden wir das halt machen mit dem Entsorgen, oder? Ja. Also, und da ist ganz schön was los.
Wir stehen wahrscheinlich direkt am Friedhof, an der Friedhofsmauer. Sieht so aus, ja, aber das ist ja der WOMO-Stellplatz. Die Nachbarn machen dann zumindest keinen Lärm. Ja, genau. Wir stehen ja sowieso öfters am Friedhof, oder? No. Bloß nicht an der Straße. Aber mal schauen, wir stehen ja ganz hinter. Und von daher, so laut wird es nachts nicht sein. So. Jetzt machen wir uns fertig und gehen, wie heißt es, Dinkelsbühl. Nach Dinkelsbühl. Jetzt gehen wir nach Dinkelsbühl mit den Fahrrädern, oder? Wir fahren mit den Fahrrädern. Okay, alles klar. So, dann schauen wir mal rein in Städtle. Ist ganz schön voll geworden. So. Da vorne ist das Stadttor. Also Dinkelsbühl ist ein kleines Städtchen, ein mittelfränkisches Städtchen. Ich habe aber auch schon gelesen, Schwäbisch. Nein, nein, das ist nicht Schwäbisch. Es ist vieles hier fränkisch, was heißt Schwäbisch heißt, wie zum Beispiel Schwäbisch Hall. Das hat damit zu tun, dass die Schwaben ein einnehmendes Wesen haben und die fränkischen Städte besetzt haben. Deswegen heißt es auch Schwäbisch Hall. Ist also urfränkisch. Und die haben das dann extra, die haben Hall besetzt. Ja, die haben Hall besetzt und damit die Bevölkerung sich gleich daran gewöhnt, dass das jetzt Schwäbisch ist, haben sie das Schwäbisch Hall genannt, haben den Bürgermeister abgesetzt, haben den Pfarrer abgesetzt, den Apotheker und den Lehrer, den haben sie durch Schwaben ersetzt und dann haben die Leute gelernt, dass das Schwäbisch ist. Aber es ist nicht Schwäbisch, es ist Fränkisch. Die sprechen auch Fränkisch und so ist es in Dinkelsbühl auch. So, da sind wir schon in der Altstadt. Dinkelsbühl ist ein altes mittelalterliches Städtchen aus dem frühen Mittelalter. Viele Fachwerkhäuser, aber alles ziemlich zerstört. Im Dreißigjährigen Krieg wurde nichts zerstört wegen der Kinderzeche. Und alles mit Stadtmauer umgeben. Und da sieht man schon das schöne Münster. Aber alles keine mittelalterlichen Häuser. Sind alles später gebaut worden. So, da sind wir jetzt schon in der Innenstadt. So schön, oder? Stadtführung gerade, der ist nicht uninteressant, aber sieht man auch so schön, alles ganz toll. Schwanenfestsaal, das ist das ehemalige Kornlager, Schwanne ist immer das Kornlager gewesen. Und da ist das Stadttor, durch das kommen die Kinder reingezogen, wenn die Kinderzeche ist. Muss ich mit der Ossi besprechen, die haben irgendwas nachgelesen. So, und hier sind wir beim Stadttor. So, jetzt sind wir hier am Rodenburger Tor in Dinkelsbühl. Steht natürlich hinter uns. Ich werde alles verraten. Also, okay. Ich kann ja auch denken, das kennen uns hier aus. Ja. Also, und da kommen die Kinderzeche und die Schweden reingezogen, immer wenn im Sommer das Fest der Kinderzeche gefeiert wird. Wird nämlich hier gefeiert und da gehen dann die Kinder vor die Tor, bevor die Schweden drohen einzudringen mit brachialer Gewalt und alles den Erdboden gleich zu machen. Und dann gehen die Kinder vor, singen ein Lied
Und dann kommen die Schweden friedlich besänftigt rein. Singen ein Lied, wo hast du das gelesen? Ich denk's. Wie sollen die Kinder sonst besingen? Die Kinder haben halt Mitleid erregt. Ja. Und der nette Obrist, der schwedische, wie heißt der? Weiß ich nicht. Obrist von Sperreuth. Doch, von Sperreuth. Ja, du, vielleicht gibt's noch Nachkommen von dem. Und die wissen jetzt, dass sein Vorfahre ein mildes Herz hatte und die Stadt verschont hat vor der Schändung. Und Plünderung. Ja, vom Plündern und vom Brandschatzen. Ja, genau. Ja. Das Ding, die Kohle werden sie schon sicher angenommen haben. Ja, aber sie haben die Stadt verschont. Ja, und die Bürger haben es verschont. Ja, genau. Mit den Kindern. Und deswegen nennt man es Kinderzeche. Warum man das Kinderzeche nennt, vielleicht kann uns jemand aufklären, ich weiß es nicht. Mhm. Denn Kinderzeche geht ja eigentlich auf Schulgeld zurück, oder? Keine Ahnung. Und ich dachte erst, eine Zeche ist ja auch eine Grube oder so, aber das hat ja hier mit nichts zu tun, oder? Auf jeden Fall findet einmal im Jahr die Kinderzeche statt und da wird dann so eine Stadtfest gemacht, wo dann die Schweden einziehen mit den Kindern voran. Mhm. Okay, im Sommer ist das immer. Lohnt sich das anzuschauen vor vielen, vielen Jahren. Ja, im 30-jährigen Krieg. Ja, da war es original. Ach so. Ich habe vor vielen Jahren mal gesehen. Ach so, okay. Deine Gedankensprünge manchmal. Kannst du mir nicht folgen? Nein, da konnte ich dir jetzt nicht folgen. Bist zu konzentriert dazu? Vermutlich. Wir sprechen das jetzt und dann melden wir uns wieder, wenn wir was Neues haben. Du kannst den Turm aber noch zeigen, bevor du jetzt ausschaltest. Hinter dir ist er. Ach so, das ist der Tor. Ja. Eine Stadtführung jagt die andere. Da ist, das ist ja mehr los als in Konstanz. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass Dinkelsbühl so bevölkert ist von Touristen. Wow. So, schauen wir mal, ob wir den Aufstieg zum Münsterturm finden. Ja. Er ist 65 Meter hoch und wir sollen einen fantastischen Blick über die Dächer hier haben. Ich nehme mal an, 450 Stufen. Ja? Werden wir feststellen. Das Knie soll der schaffen. Probieren wir es. Wir machen natürlich nicht so eine kompetente Stadtführung wie die Leute da. Aber wir können euch sagen, das ist das Münster, die Kirche. Und das hier ist der Weinmarkt. Und das da ist das schönste mittelalterliche fränkische Haus, was es gibt. Das Althotel Deutsches Haus. Ja, und vorne ist das Schrannenhaus oder das Schrannensaal. Das ist das ehemalige Kornlager. Das sind Stadtführungen. Sehr schön. Felder? Ja, das ist das Münster St. Georg. Spätgotischen Stil erbaut Ende des 15. Jahrhunderts, also Mitte, Ende 15. Jahrhunderts. Diese Kreuzigungsgruppe soll ist sehr berühmt und wurde 1480 erbaut. Außerdem soll das Münster die schönste Hallenkuppelkirche Deutschlands sein. Was auch immer eine Hallenkuppelkirche ist. Das Geborene, vielleicht. Jetzt kommt der Stadtführer schon her. Wir waren schon da, wir sind schon fertig. Bei uns geht es etwas schneller. Ja, und kürzer. Und kostet dafür keine 5 Euro. Was ja eigentlich günstig ist. Die 5 Euro, ja. In Konstanz ist doppelt so teuer. Mhm. Sie hat aber viermal mehr Geschichte. Wer weiß. Ja, doch. Das ist also der heilige Aurelius, der kam im 18. Jahrhundert hierher und wenn er hinschaut, dann sieht er, der hat nur noch ein Bein. Das andere wurde 2010 gestohlen, wie man auch immer ein Gebein stehlen kann. Also ich weiß nicht, was das soll, also gleiche Schändung. Wie viele Stufen hat er gesagt, Lucy? Hey, dein Gürtel. Wie viele Stufen hat er gesagt? 240. Auf geht's, macht mal was mit, wenn man mit Lucy verheiratet ist.
240 Stufen. Schaffen wir. 2 Stunden haben wir Zeit, dann wird der Turm geschlossen. Als er aufgeht. Ja. Springt los, du junges Reh. Ja. Betonung auf jungem Reh. Haben wir schon 239. Da muss ich dich enttäuschen, es geht weiter hoch. Sag jetzt bloß nicht schnaufen, nicht so. Schnaufen gestattet. So. Und so geht's weiter. Springriechen. Ja. Läuft. Glockenbändel. Glockenbändel? Glockenbändel. Ah ja. Glocke Schlegel heißt es doch, oder? Ja, ich sag Bembel. Ist das fränkisch? Ist fränkisch. Fränkisch Bembel. Leider kann ich nirgends ein Schild sehen, was dieses Rad mit auf sich hat. Ob das einfach irgendwann etwas war zum Antreiben oder Hochziehen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht es sehr imposant aus. Geschafft. Muss man schon schnaufen, ja? Mist. Alles, was schön ist, ist verboten. Wieso? Oder macht dick. Wieso? Hast du Schild nicht gelesen? Ja, rechts gehen habe ich gelesen und du bist links gegangen. Ja, das ist ja was anderes. Was für ein Schild meinst du? Herabwerfen von Gegensteinen ist verboten. Komisch, intolerant. Ja, klar. Also der Ausblick ist wirklich fantastisch. Kommt auch noch ein anderes schönes Detail dazu. Schön an Dinkelsbühl ist auch, dass die Stadtmauer noch komplett erhalten ist. So, und da ist das Rodenburger Tor. Und davor lagen die Schweden. Da sind sie reingekommen in die Stadt. Ja, wahrscheinlich lagen sie dann auch davor. Da im Hinterland. Ja. Sogar die Raben streicheln. Aber die Tauben lassen sich davon nicht abschrecken. Nee, Plastikfiguren. Da ist die Kirche und da ist auch der Wohnmobilstellplatz. Also nur wenige Meter von der Altstadt entfernt. Optimal gelegen. Das Schönste ist,
wenn man da steht und die Leute kommen rauf, jeder lächelt. Man sieht so viele glückliche Menschen hier, wenn sie da oben ankommen. Ja, ist ja auch eine Leistung. Wir sind von Konstanz in Dinkelsbühl und der Nikolaus von Dinkelsbühl war in Konstanz. Legat beim Konstanzer Konzil, was auch immer das bedeuten mag. Aber bestimmt was Wichtiges. Gell? Ja, auf jeden Fall. Wie ihr ja wisst, Konstanzer Konzil 1414 bis 1418. Kommt aber noch über Konstanz. Was ist das für eine Kalle? Wow, erstaunlich, was man in einem kleinsten Dörfer alles so entdecken kann. Das ist der Johann Christoph Friedrich von Schmid. Und was er geschrieben hat, das kennen die meisten von euch. Ihr Kinderlein kommt. Wunderschön. Und sechsmal, ich weiß nicht, wie es geht. Nein, lieber nicht. Ich möchte unsere Zuschauer nicht verprellen. Süße Eiskarte, oder? Da gibt es die Belohnung zum Schluss. Haben wir uns, glaube ich, verdient, nach so viel Stufe, Münsterturm. Aber haben wir uns immer verdient. Ja. Schwarzwaldbecher in Franken. Ein Stilbruch muss sein. Es gibt ja leider keinen Frankenböcher. So, ich stehe mal da. Guten Morgen. Guten Morgen. Also die Nacht haben wir hier ganz ruhig verbracht, oder? Ja. Also ich habe mal nichts mitbekommen. Obwohl sehr gut geschlafen. Ja, der Platz, der war gerammelt voll gestern Abend. Also ja, mittlerweile leert er sich schon wieder ein bisschen. Ja. Aber wir sind noch da. Wir haben ja auch bezahlt. Wir können meinen, er ist ein Schwab. Ja. Wir fahren jetzt nach Schwaben. Wieso nach Schwaben? Wir sind jetzt hier heute im Frankenland und... Ja, aber heute Nachmittag fahren wir nach Schwaben. Ja, aber das dauert noch, denn jetzt wollen wir das wunderschöne Wetter und die herrliche Sonne, die ja heute nochmal ist, die wollen wir jetzt nochmal ausnutzen und fahren nur ein bisschen mit dem Fahrrad und mal schauen, an der Stadtmauer entlang oder so. Einfach mal noch ein bisschen die Runde drehen. Genau. Mhm. Also, wenn er das stoppt, kommen wir da halt einfach nochmal mit. Oder? Ansonsten schaltet er ab. Ja, genau. Okay. Also, wir fahren jetzt los.